No, I'm not a writer. Okay. Are you listening? Damn. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und heute habe ich natürlich mal wieder einen weiteren Glitch in GTA Online für euch. Und zwar geht es in diesem Glitch darum, dass ihr euch vom einen Punkt auf der Karte zu einem ganz anderen Punkt auf der Karte einfach mal so binnen ganz weniger Sekunden hinbeamen könnt. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch als nächstes. Sucht euch als allererstes mal einen Ort aus auf der Karte, wo ihr jetzt als nächstes hinreisen wollt. Wenn ihr zum Beispiel zu eurem Kumpel reisen wollt und der einfach mal richtig weit von euch entfernt ist, dann geht auf die Karte und schaut, was bei ihm in der Nähe so für Missionen auf der Karte zu finden sind. Merkt euch den Namen dieser Mission. In meinem Fall ist es das Autorennen Innenstadt-Dschungel. Und jetzt öffnet ihr einfach über Options eure Jobliste hier von Rockstar erstellt. Dann geht ihr natürlich auf Rennen und sucht dort jetzt dann nach Innenstadt-Dschungel. Habt ihr die Mission, das Rennen jetzt gefunden, startet diese ganz normal und dann kommt hier dieses Bestätigungsfenster. Wenn dieses Fenster erscheint, haltet ihr für 2-3 Sekunden X und Kreis gleichzeitig gedrückt. Lasst dann los und ihr werdet, so wie ich hier, in den Himmel geschossen und landet im Interaktionsmenü dieses Rennens. Dort angekommen, verlasst ihr das Interaktionsmenü einfach wieder mit Kreis und bestätigt dies mit X. Habt ihr alles richtig gemacht, spawnt ihr direkt an diesem Punkt, wo man auf der Karte dieses Rennen hier starten könnte, und seid direkt in der Nähe eures Kumpels. Das Beste dabei ist natürlich auch, dass euer Auto direkt mitspawnt und ihr könnt direkt das letzte Stück zu ihm hinfahren. So, meine lieben Freunde, ich würde mich über den Daumen nach oben freuen, wenn ich dir mit diesem Video etwas Neues zeigen konnte, wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Ich würde mich auch freuen, wenn du ein Abo da lässt, dann verpasst du in Zukunft nichts mehr zu GTA Online, keine Glitches, gar nichts mehr und auch nichts zu meinen anderen Serien, FIFA 15 oder WWE 2K15. So, meine lieben Freunde, macht's gut, ich bin jetzt raus, bleibt gesund, haut rein und ciao!